Ahoi, liebe Schwergewichte, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es im Thumbnail schon gelesen. Ich hoffe, ihr seid nicht alle Schwergewichte. Ihr wiegt mindestens 3 Tonnen, also seid ihr Schwergewichte. Ja, euer Fahrzeug. Genau, und wir wollen jetzt mal gucken, was kann diese Waage und wann geht's damit los? Nach dem Intro. Die Caravan Weight Control. Von Reich, ne? Von, steht hier nicht drauf. Doch, das steht da drauf. Von Reich, ja. Genau. Ist in aller Munde und wird sehr viel zerrissen. Aber auch als gut befunden. So, jetzt ist die Frage, wer spricht hier eigentlich die Wahrheit, ne? Das versuchen wir jetzt rauszufinden, aber es soll nicht heißen, dass wir am Schluss die Wahrheit empfinden. Wir wollen sie für uns nur rausfinden. Genau. Auf jeden Fall sind wir da animiert worden durch die Hanovans-Gruppe. Der Stefan hat nämlich, also nicht der Stefan, sondern der Stefan, der mit F geschrieben wird. Leute, der wird mit PH geschrieben. Ich möchte es nochmal gesagt haben. Wollen wir auf jeden Fall das jetzt austesten. Wir haben die bis 1500 Kilo. Normalerweise hätte die 1000er ausgereicht, aber wir haben gesagt, 1500 wollen wir. Und wir wollen jetzt einfach mal wiegen, was wo wiegt unser TÜV. Wir haben vollen Dieseltank, wir haben vollen Wassertank, wir haben Klamotten dabei und so weiter und so fort. Und wir haben auch Getränke. Der Kühlschrank ist schon mal schon recht gut befüllt, würde ich sagen. Also eigentlich für eine Reise bereit. Los. Genau. Und ihr habt ja gesehen, wo wir hinfahren wollten. Und oder wir wollen ja auch nach Schottland und da sind 6000 Euro Strafe. Könnten uns erinnern. Und deshalb wollen wir natürlich unbedingt wissen, was wiegt das Ding? Und wir wissen, Toleranz müssen wir einrechnen, Pi mal Daumen und die... 3%, glaube ich, steht drin. Und die wollen wir einfach gucken, ob wir das haben. So, und wie wir das machen, das sagt euch Stefan gleich. Wir müssen jetzt im Prinzip eins machen. Hier ist ein Fahrzeug abgebildet. Das kann man auch umstellen. Man kann hiermit auch wiegen sozusagen die Anhänger oder halt auch irgendwie, ich glaube, andere Fahrzeuge. Das muss man irgendwie umstellen. Mache ich jetzt nicht. Ist jetzt richtig eingestellt. So belassen wir es auch. Nämlich 4 Räder haben wir. Warum haben wir die Latte dabei? Die ist für die andere Seite, um so ein bisschen den Ausgleich zu schaffen. Denn wenn man hier auffährt, fährt ja sozusagen, also taucht das Rad weiter ein in das Radhaus, wie heißt das? Ja, Radhaus, glaube ich. Und dadurch hast du natürlich mehr Gewicht da drauf. Und wenn du jetzt beide Seiten immer schön gleichmäßig auf die gleiche Höhe bringst, dann ist das besser zum Wiegen und es führt zum genaueren Ergebnis. So, er sagt, wir sollen jetzt hier vorne links anfangen. Also vorne ist die gebogene Schiene, also legen wir die Waage auch nach vorne hin und dann fahren wir im Prinzip da drauf. Also ist es vorne links, das Ding geht auf die rechte Seite rüber, das hier auf die linke Seite rüber, einmal sozusagen direkt drunter, wieder anschalten. So, dann fahren wir mal rüber. Jetzt ist natürlich die große Frage, wir selber wissen ja noch nicht, wie viel wir wiegen. Wir sagen ungefähr, was hat gesagt, was drin ist. Und ist natürlich die Frage, was schätzen wir, wie viel Kilo wir wiegen? Genau, also ich sage, wir sind drüber auf jeden Fall und zwar um 40 Kilo, das heißt 3540, sage ich. Ja, und ich gehe davon aus, im Normalfall, also ohne Holz, dass wir vielleicht 20 Kilo drunter sind. Tja, dann schauen wir uns mal das Ergebnis, würde ich sagen, an, wa? Das glaube ich so noch nicht. Nee? Nee, aber wir fahren jetzt mal ein paar Mal rüber. Ja. Also sprich, wir machen jetzt einmal rüber und dann schauen wir mal, was das erste Ergebnis ist. Richtig. So, einmal gestartet das Fahrzeug und wichtig ist jetzt eins, langsam drauf fahren. Denn je langsamer man fährt, umso genauer wird das Ergebnis. So, ich muss mal die Musik ausmachen. Zack. Fahren wir mal drauf. Kurz ruhig stehen bleiben. Dann geht das wieder runter. So, zum nächsten. Auf Play gedrückt, das ist dann hinten. Auch dort müssen wir auf der anderen Seite die Latte hinlegen. Ich
und dann fahren wir wieder rüber. Das heißt, die erste Messung haben wir vollzogen und wir kommen auf, ja, du hast das Handy, 3438. Ohne dich. Ohne mich. Ich glaube, da muss was am Ende. Ja, 3438. Genau, das heißt, wir hätten theoretisch 62 Kilo Zuladung. Das wiege ich nicht. Jetzt haben wir aber Holz noch drin, das werden wir jetzt rausnehmen und dann werden wir wirklich dreimal das messen, weil sonst macht es für uns keinen Sinn. Also bitte nicht beim ersten Mal schon sagen, oh, das passt schon, sondern wir messen jetzt ohne das Holz, was wir drin haben, weil das nehmen wir auch nicht mit in unserem Urlaub. Einfach mal schauen, wie viel wir drin haben und das zeigen wir euch dann. Wenn man nicht alle Latten am Zaun hat, dann hat man sie im Auto. So sieht's aus. Und jetzt kommen wir mal zu einem Ergebnis. Mhm. Wir haben ein paar Wiegungen gemacht und wie gesagt, wir nutzen wirklich diese Latte, um halt auf der anderen vor dem anderen Reifen halt eine Ebene zu haben, damit das gleich ist. Genau. Spannend ist auf jeden Fall, wir haben oftmals sehr unterschiedliche Ergebnisse, was das Gewicht an verschiedenen Rädern betrifft, also beziehungsweise an dem gleichen Rad betrifft. Es ist bei drei insgesamten Wiegungen doch relativ unterschiedlich. Das liegt aber auch immer daran, dass man wieder weiter vorfährt und nicht mehr an der Stelle steht, wo die Waage eigentlich gemessen hat. Genau. Also auch das kann natürlich leider dafür sorgen, dass es ein bisschen unterschiedlich wird. Und das ist das, warum wir sagen würden, dass diese Caravan Weight Control nur ein Richtwert sein genau soll. Es funktioniert aber relativ gut, wenn man langsam drauf fährt und auch nicht mit Ruck oder sowas. Also ich hatte eine Wiegung, die haben wir gesagt, nee, die nehmen wir jetzt nicht, weil da bin ich einfach nochmal raufgefahren und bin dann voll in die Bremsen gegangen und dann ist das Fahrzeug nochmal rauf und runter gegangen. Sorry, das geht nicht. Genau. Das darf nicht passieren. Das heißt wirklich ganz langsam konstant rüber. Das ist leider hier mit unserer Automatik nicht ganz so einfach. Aber wir haben zwei Werte, die sind zum Beispiel nur um 10 Kilo unterschiedlich. Richtig. Wir haben trotzdem noch einen höheren Wert mit dazu genommen, den wir auch hatten, weil wir einfach sagen können, wir machen da jetzt einfach den Mittelwert draus, gehen jetzt nicht von den schwersten aus, gehen auch nicht von den leichtesten aus, sondern haben da einen Mittelwert genommen und haben auch noch 3% draufgeschlagen. Also ja, also ich würde mal sagen, wir fangen es mal so an. Das, was euch nämlich interessiert, das, was wir dann Mittelwert gemessen haben, aus drei Messungen, also drei Messungen zusammengezählt, durch drei geteilt, ist dann im Prinzip ja der Mittelwert. Und da haben wir 3.284 Kilo. Da fehlst du noch. Da fehl ich noch. So, dann haben wir 3% auf jeden Fall noch draufgeschlagen. Und dann haben wir noch dich dazu gerechnet. Und das Ganze insgesamt sind wir jetzt bei 3.473 Kilo. Genau, also wir sind auf jeden Fall drunter, wir sind nicht überladen, schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut und du hattest natürlich recht, jawohl. Aber? Genau, jetzt kommt das nämlich das Aber. Stefan hat auch recht gehabt, richtig. Denn in der Regel haben wir immer noch zwei Roller dabei, die wiegen knappe 50 Kilo, um das vielleicht mal hochzurechnen. Genau. Und dann sind wir über diese 40 Kilo, das heißt, wir können schon sagen, in dem Sinne hat die Waage schon recht, weil wir haben uns schon mal gewogen. Ja. Wir haben nichts dazu gepackt. Der Kühlschrank wiegt genauso viel wie der andere. Richtig, und auch der Inhalt ist ja jetzt schon voll. Also wir haben dafür ein paar andere Sachen, also die wir normalerweise jetzt vielleicht direkt nicht dabei hatten. Also es gleicht sich schon so im Großen und Ganzen aus. Und da hatten wir auf jeden Fall so 20 bis 30, eher 30 Kilo Übergewicht, die wir dann mit Wasser nivellieren konnten. Aber trotzdem
war es leichtes Übergewicht mit den Rollers. Und ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, weil wir hatten die Roller ja heute gar nicht dabei. Wir sind noch im Wintermodus sozusagen, wo wir Kisten hinten drin haben. Die wiegen natürlich nicht so viel. In dem Sinne haben wir einfach beide recht. Richtig. Manchmal ist es so, dass wir einfach beide recht haben. So, unser Fazit zu der Waage. Es ist gut, dass es sowas gibt. Ja. Es ist, wie gesagt, ein Richtwert. Wenn man eine Möglichkeit hat, immer noch über eine andere Waage zu fahren, ist ganz gut. Aber wenn man drüber ist und ich sag mal so, wir würden jetzt darüber gefahren und wir wären jetzt bei 3600, 3700, dann hätten wir gesagt, dann sind wir definitiv überladen. Genau. Wenn man halt noch Luft hat, sollte man die Luft nicht extrem ausmachen und die 3% würden wir immer drauf rechnen und nie eine Messung alleine. Das würden wir auch nicht empfehlen. Sonst, ja, können wir sie ruhig empfehlen. Ich finde sie auch doof. Ist nicht ganz günstig, muss man dazu sagen. Wir haben die für knappe 170 Euro bezahlt. Aber wie gesagt, irgendwann haben wir mal Bock. Der Stefan aus den Hanno-Vents-Gruppe hat ja auch eine. Vielleicht, genau die gleiche. Vielleicht schaffen wir mal einfach so eine Vergleichsmessung hintereinander. Und ja, sie ist bisschen, halt schön dreckig. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen dreckig würze. Sie ist halt dann hier unten schon mal ein bisschen, dass da sowieso kleine Körner da drin sind oder sowas. Das ist halt so. Sie wird halt dann auch benutzt. Ja, passiert. Alles gut. Wir packen sie auf jeden Fall wieder weg. Und wir werden sie auch erstmal dabei haben. Ja. Würde ich sagen, weil ich habe sie hinten drin gehabt in unserer Technikbox. Nehmen wir sie nicht mit zu unserer Osterreise, aber wir schauen da mal. Genau. Immer wieder dabei. So, das soll es gewesen sein. Wir wollen nicht länger labern. Wir labern jetzt schon wieder viel zu lange. So lange, dass die Kamera schon ausgegangen ist. In diesem Sinne, kann man wirklich sagen, bleibt gewogen. Ja. Ihr könnt aber auch uns gewogen bleiben. Ja. Dann bleibt er gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.